Er befand sich plötzlich auf der falschen Seite des Streits mit dem falschen Teen wieder. Und als er einige Tage später spurlos verschwand, sagten manche ihm, dieser Teen sei daran schuld. Er zuckt mit den Schultern und legt die Hände breit über den Tresen, während er den Raum überblickt. Aber Erol wusste, aus welcher Richtung der Wind geweht kam. Wenn du mich fragst, ist er aus der Stadt verschwunden, hat sich irgendwo versteckt und gehofft, dass vernünftigere Köpfe sich in Trutzbuch durchsetzen. Er grinst schief, wenn er es jetzt nur sehen könnte. Ich bestelle ein paar Erfrischungen. Also er hat sehr viel zu essen. Oh, er verkauft einen Hund. Gut, der kommt auf die Liste. Haustiere kaufe ich gerne. Aber ansonsten erstmal nichts. Ich will mal kurz in dein Zimmer gucken. Oh, du hast schon mal mehr Auswahl. Aber du verlangst auch Geld für deinen Gemeinschaftsraum im Gegensatz zu Goldtal. Die sind mir ja immer noch dankbar wegen dem Koch. Kaufmanns Zuflucht, Fuchsbau, Ziel der westlichen Wunder, vielleicht das Zufluchtsort und der Gemeinschaftsraum. Im Augenblick sind wir aber nicht müde. Ein Wildschwein. Der Pelz dieses Stelgas ist voller Staub und Motten. Als du auf die Plakette unterhalb des Biests steht, Meidenfall 2682. Was steht hier? Erol von Levi starrt dich hintergründig aus dem Gemälde an. Ah ja. So, gucken wir mal nach oben. Also ja, ich mag ja in Rollenspielen so große Städte. Da hat man immer schön viel zu erkunden und mit Leuten zu reden. Und findet allerhand interessante Sachen. Das hier sieht aus wie eine Gruppe von Halbstarken. Kann ich mit einem von denen reden? Good day, Stranger. Der Orlando entspannt sich, die Füße auf den Tisch gelegt. Unter einer vollen Mähne blaugrüner Haare ist an einigen Stellen seine dunkelbraune Haut zu sehen. Eine Orleanerin bei ihm, sie unterhalten sich lachend mit dem Trio an einem Nachbartisch und er spielt mit einem Dolch. Seine Augenbrauen beobachten dich. Du siehst aus, als hättest du schon die ein oder andere Nacht im Dirwai durchgestanden. Willst du etwas mit uns trinken? Wer seid ihr alle? Man nennt mich Zweifarbwechsel. Die Dame neben mir heißt Dietrich. Wir haben uns einigen Expeditionen amüsiert, aber jetzt wollen wir ein wenig abspannen, jedenfalls ein paar Wochen lang. Ein Mann am Nebentisch nickt dir zu. Ich bin Dralschus Diadon, das sind Hördi und Ilfa. Wir waren Teil verschiedener Expeditionstrupps, aber wir haben beide Verluste erlitten und entschieden, uns zusammenzutun. Er zählt an seinem Finger ab. Bestien, Barbaren, Biwigs, es sind gefährliche Zeiten für Abenteurer, aber auch lohnende. Am Nebentisch schiebt Diadon sein Glas. Auf viele weitere lohnende Reisen. Willst du sonst noch was? Nein. Können wir mit allen reden? Also das hier ist falsch übersetzt. Die Orleanerin nickt dir zu. Die hebt einen Humpen. Der genauso. Und der auch. Okay. Wir können in die verschiedenen Zimmer gucken. Oh, das können wir öffnen. Ohne dass uns etwas blüht. Von Trutzbucht. Das wiederum nicht. Da sind die stinkig auf uns. Hier ist ein leerer Raum. Die unfassbar bedauerliche Geschichte von Fabian und Berna. Oh, sowas nehme ich gerne mal mit und lese es mal zwischendurch. So interessante Geschichten. Und hier sind auch nur Leute mit, in dessen Seele wir gucken können. Was ist das für ein Bild? Altvailia, Südküste. Okay. Gut, mit denen haben wir sicherlich irgendwann nochmal was zu tun. Leuchthöhle, Bauten abgeschlossen, Labor. Sehr gut.
Jetzt könnte ich theoretisch die Hauptburg kaufen, aber da will ich mir erstmal das Geld für aufsparen. Und die Sachen sind mir doch zu teuer. Die anderen. Gut. Eigentlich ist es irgendwann sehr, sehr wünschenswert, in der Trutzbucht, in der Leuchthöhle zu schlafen, wenn man die Burg weit genug ausgebaut hat, dass das Boni gibt. Vor allem, wenn man dann in den Untergrund will. Um die verschiedenen Questen zu erfüllen. So, Marktplatz, der wird jetzt um die Uhrzeit wahrscheinlich Grappe leer sein. Perigund. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Oh, hallo, du bist es, sagt die Oliane mit einem vertrauten Ton. Danke, dass du deinen Laden besuchst. Ach so, die ist von der Brücke. Ich versuche immer noch, mich von den Verlusten der Ware zu hören, sagt sie wütend. Mein Angebot ist nicht mehr so vielseitig wie früher, aber vielleicht findest du etwas. Camping darf und jede Menge Fallen. Seil und Enterhaken wahrscheinlich. Kann man mit dem was machen? Also ich packe die Löwenhaut und den Löwenzahn mal weg. Guck mal, wo das einsortiert wird. Wird es unter sonstiges einsortiert? Ja. Seid ihr aus Pulvanus reisen? Warum habe ich davon drei eigentlich? Genau, vom Pulvan haben wir auch noch lange nichts mehr gehört. Okay, was hast du zum Verkaufen, Lora? Die junge Frau steht neben ihrem Kahn und beobachtet die Menge mit großen, intelligenten Augen, die dich ins Visier nehmen, als du dich näherst. Lass dir ruhig Zeit, Reisender. Wenn du nach einer verzauberten Schriftrolle oder Gewändern suchst, bist du bei mir richtig. Oh, Ringe, Tränke und Schriftrollen, wie sie gesagt hat. Und Edelsteine, wenn ich welche brauche. Okay. Trank der großen Ausdauer, Trank der starken Erholung. Ring des Schutzes. Klingt eigentlich gar nicht mal so schlecht. Abwehr, Tildas Ring. Kann nur von Zaubern verwendet werden. Plus 2 Stufe 2 Zauberanwendung. Plus 1 Stufe 4 Zauberanwendung. Der ist leider ein bisschen zu teuer. Siegel des Glaubens. Kann nur von Priestern verwendet werden. Stufe Anwendung, also ein Zauber von jeder Stufe plus. Cool. Was ist mit dir? Sein Gerüßreisender, möchtest du Proviant kaufen? Ah, der verkauft Essen. Okay. Okay, ich werde mal den Blackhound gegen den Hund austauschen für eine Weile. Hilde? Igrum, du bist noch ein Händler. Igrum steht hinter seinem Stand und poliert ein Breitschwert. Das gemusterte Fleisch und seine Augen herum ist alt und faltig. Die Muskeln in seinen Armen sind knotig und mager. Und doch hält er die Waffe ohne jede Mühe. Er blinzelt dich an. Willst du dich umsehen? Du wirst in ganz Trutzburg kein besseres Angebot an Waffen und Rüstung finden. Außer bei Sonny, versteht sich. Er grinst schief. Was ist an Sonny so besonders? Sie hat ihren Laden in der Expeditionshalle. Er deutet mit den Daumen über seine Schulter. Sie verkauft die beste Ausrüstung der Stadt. Aber wen anhält sie an der kurzen Leine? Ihre edlen Waren sind eben serviert für angeheuerte Expeditionsteilnehmer. Mitglieder der Dutzend und alle anderen, an denen er Gefallen findet. Zeig mir mal, was du zu verkaufen hast. Arkebuse. Donnerbüchse, Arbalest. Und ja, das sind alles die Standardsachen hier. Die immer noch nicht richtig übersetzt sind. Stolz der Pike. Das ist eine coole Rüstung. Auf den ersten Blick. Und da ist ein Helm. Der Dürnt der Dämon. Der Dürnrot Dämon, so. Intelligenz plus 2, also eigentlich was für Alof hier unten. Und wir könnten eigentlich bis auf einen Zaubermacher-Wälzer alle verkaufen. Aber sicherheitshalber vorher alle nochmal durchgehen.
Und hier hat er eben Waffen. Ein Kriegsbogen, einen zweihändigen, der ziemlich gut aussieht sogar. Aber viel zu teuer ist. Okay. Was haben wir in dem Pass? Ein Schnaps für Eder. Und hier haben wir noch was zu trinken für Eder. Und das hier müsste... Ne, da ist Ponix Haus. Hier ist irgendein Haus und das können wir mal kurz reingucken. Also wichtige Häuser sind markiert, unwichtige nicht. Aber es ist schon mal gut, dass man nicht jedes Haus... Langden und schmutziger Riegbert. Gut, kennt jeder den Plan? Die Mauer hinauf und in das Fenster hinein. Den Edelstein für den hübschen kleinen Fürsten schnappen. Wir haben es verstanden. Pass mal auf, Zwerg. Wenn ich muss, dann... Langdon, wir haben Besuch. Was geht denn hier vor sich? Ein Lächeln wie eine zackige Narbe erstreckt sich über das Gesicht des Manns. Das ist deine geringste Sorge. Es war ein Fehler, herzukommen. Er hebt seine Klinge. Okay. Leute, die mich angreifen. Die da oben sieht wie eine Magierin aus. Wow, und die zaubert böse Sachen. Oh. Und die kann eine Art Bierwack zaubern. Okay, jetzt sind wieder mal beide Tiere ausgeschalten. Okay, wir haben wohl ein Räuberlager gefunden. Oh, sie ist ganz ausgeschalten worden. Ups. Ja. So, dann gucken wir mal, was habt ihr Schickes dabei? Diebesbrief. Unser Kontakt im Raymond Herrenhaus wird ein Fenster im obersten Stock einen Spalt weiter umfüllen lassen. Trommel deine Leute zusammen und begib dich nach Fahrheim, bevor Fürst Raymond das Juwel verlagert. AD. Tagebuch wurde aktualisiert. Wir haben eine Quest bekommen. Ein Trank des Duplikats des Zauberers und den Rest können wir wegpacken. Neue Quest hoch hinaus. Ich habe erfahren, dass ein Adliger aus Fahrenheim für Raymond ausgeraubt werden soll. Ich habe einen Brief gefunden, der den Plan in allen Einzelheiten beschreibt. Ich habe die Pläne der Diebe aus purem Zufall durchkreuzt, dass ich über Versteck stolperte. In ihrem Brief stehen Anweisungen, wie man im Fürst Raymonds Villa einbrechen kann, um etwas zu stehlen, was als Herz der Weißmark bezeichnet wird. Der Brief wäre vermutlich sowohl für Fürst Raymond als auch jemand mit den Initialen AD von großem Interesse. So, du hast eine Pistole. Die wäre eigentlich für Edda nicht schlecht. So, und du hast restliches Zeug. Was liegt hier auf dem Tisch noch? Bisschen Gold. I'll get it open. Finished. Noch mehr Gold und in dem Raum ist nichts. Okay. Jo. Decke liegen gebündelt ein paar Sätze Bettzeug und Ersatzwaffenröcke. Durch die Gartenszene aus diesem Gemälde ziehen sich lange gezackte Risse. Jo, und das war's hier drin eigentlich. Wir können wieder raus. Gut. Zu wissen. Ich kann ja mal kurz spicken. Wir werden ja sicherlich auch Türen angezeigt, oder? Ja, da kann ich rein. Da kann ich rein und dort geht es. Wohin geht's dort eigentlich? Ach, auf die Weltkarte. Dort würde es zur anderen Brücke gehen. Ja. Gut, aber ich würde sagen, ich speichere erstmal wieder. Da es Zeit für einen Cut ist. Speichern.
Und dann sehen wir uns gleich wieder.